Pressekonferenz nach dem 16. Spieltag der diesjährigen DEL2-Saison. Nach dem Spiel des ESV Kaufbeuren gegen die Eispiraten aus Krimmelschau entstand vor einem ausverkauften Haus 3100 Zuschauer lautet 4:1. Bei mir sind die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner Linken Trainer der Eispiraten Krimmelschau Jussi Torres und zu meiner Rechten ESVK-Coach Daniel Jun. Herr Torres, Ihr Statement zum Spiel bitte zuerst. Ja, yeah, congrats Daniel and Kaufbeuren. 3 points. For us, we have to find a way to get some goals. We're now 3 games in a row, 1 goal, 5-on-5 or power play. We ended up getting 2 against Landshut, but the other one was on empty net. So goals change games. We had today 2 posts, 1 crossbar, 1 disallowed goal. So we just have to find a way to get the puck in net to create some momentum for us. Thank you. Danke, Herr Torres. Ich darf es ganz kurz zusammenfassen. Er hat gesagt, das Wichtigste für seine Mannschaft ist, dass sie jetzt auch mal auswärts einen Weg finden, ein Tor zu schießen. Da tun sie sich ein bisschen schwer und am Ende sind es Tore, die das Spiel entscheiden oder das Spiel verändern und das ist ihnen heute nicht gelungen. Daniel, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, guten Abend. Danke, Jussi. Kein guter Anfang. Erste 6 Minuten, Krimmelschau aktiver. Wir waren wahrscheinlich noch mit Gedanken in der Kabine und dann gehen wir 2-0 in Führung und das hat echt gut getan. Und dann 2 ähnliche Situationen. Eine Tor wurde nicht gegeben, zweite in Slot, 3-4 Rebounds, da muss man ein bisschen besser sein. Zweite Drittel, eigentlich will ich nicht so viel kommentieren. Dann ein bisschen kleine Ansprache und wir haben uns in das Drittel gefangen. Komischerweise hat das alles angefangen mit dem Fight von Psema. So wurde viel zu viel Emotionen und dann natürlich wichtige Tor von ihm. Und es war allgemein kein schönes Spiel heute Abend. Beide Teams haben gut defensiv gestanden und es ist nicht einfach gegen 5, wenn die Teams mit kompakt 5 Leute spielen, da durchzukommen. Und es waren Arbeits-3 Punkte, welche natürlich für uns wichtig sind. Gerade heute vor ausverkauftem Haus freut uns das, ja. Aber kein schönes Spiel, aber 3 Punkte bleiben in Kaufbeuren und das natürlich ist wichtig und auch solche Spiele musst du gewinnen. Vielen Dank. Danke Daniel. Eine Nachfrage noch. Jiri Laaksonen ist heute zurückgekommen nach einer Verletzung. Wie wichtig ist er für deine Mannschaft? Na, wir haben mit Jussi vorher darüber gesprochen. Er kann alle Situationen spielen. 5-5, PK, Powerplay, Face-Off, sehr wichtige Mittelstürmer für uns. Und natürlich sind wir froh, dass diese kranken Spieler langsam zurückkommen und hoffentlich können wir nach der Deutschlandkamp-Pause endlich seit Anfang der Saison komplett zu spielen, komplett zu trainieren. Und das ist natürlich jetzt wichtig. Und wir hatten viele verletzte Spieler gehabt und nie komplett gewesen. Deswegen sind die Punkte enorm wichtig. Und Antwort auf Ehre, ja, wir sind froh, dass er zurück ist. Danke. Ein Spiel haben wir noch bis zur Pause am Sonntagnachmittag in Selb. Wenn es zu Hause eigentlich immer gut geklappt hat die letzten Wochen, hat es auswärts nicht so geklappt. Warum wird es am Wochenende, wird es am Sonntag klappen mit dem Sieg in Selb? Weiß nicht. Vielleicht hole ich einfach einen Joker wie in diesem Millionenspiel. Keine Ahnung, wieso das nicht auswärts läuft. Wir versuchen natürlich alles, dass wir das letzte Spiel vor Deutschland Cup gewinnen. Ja. Selb muss auch schon anfangen zu gewinnen. Er hat Qualität im Kader. Und wir werden alles dafür geben, morgen trainieren. Und dann versuchen wir irgendwelche Punkte in die Pause mitnehmen. Wir werden sehen nach 60 Minuten. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wie schon angesprochen, wir gehen jetzt in die Deutschland-Cup-Pause. Es geht weiter heute in 2 Wochen erst mit dem Heimspiel gegen den EV Landshut, 15.11.19:30. Ganz heißer Tipp, sichert euch die Tickets. Sie werden knapp mit der Zeit. Für heute soll es das gewesen sein von dem Spiel. Unseren Gästen einen guten und gesunden Nachhauseweg nach Krimmelschau. Allen ein schönes Wochenende und eine schöne Deutschland-Cup-Pause. Bis in 2 Wochen. Gruß aus Kaufbeuren. Ciao.